motif, tout nous nous rassembler, nous tout nous avons trouvé, qui maille nous pour commencer. Il y en a qui péanisaient, mais il y en a beaucoup qui pleuraient, mais moi, moi, je m'imagine, si ça va vous détruire, nous beauté. Vous avez dit, nous tout nous nous rassembler, nous nous tout nous joignons ensemble, pour nous chanter ensemble, nous l'indépendants. Zweiter Versuch. Wir haben uns eine neue Dichtung machen lassen zwischen dem Krümmer und dem Wärmetauscher. Und dann werden wir jetzt gleich sehen, ob das diesmal denn dicht ist. So, jetzt machen wir den Motor an und schauen mal, was passiert. Und Start. Hey, komm mal aus. Also es kommt immer noch Abgas raus. Ja, weil das nicht funktioniert hat, mache ich jetzt da flüssige, temperaturbeständige Dichtung noch dazwischen. Dann sollte es aber klappen. Es scheint dicht zu sein. Super. Unser neues Segel ist endlich angekommen. Jo! Das neue Segel ist da. Und da wird es ausgepackt. Ein richtiges Segel. Perfekt. Ein Riesensack, ey. Für See. Mai 2021. Wir sind jetzt schon wieder über einen Monat hier in der Arena Chiapas und das sieht man auch ganz gut da oben dran, weil da haben sich nämlich mittlerweile schon die Vögel eingenistet. Ein riesen Nest haben wir oben auf unserem Mast und der ganze Dreck fliegt immer auf Deck. Ich glaube, das müssen wir jetzt mal beseitigen. Glenn hat unseren Mast vom Vogelnest befreit. Scheint ein ganz kleines Exemplar zu sein. So viel Arbeit für mich. Die Marina ist mittlerweile wieder ziemlich leer. Viele Schiffe sind aufgebrochen Richtung Panama. Andere Richtung Norden, so ist sie auf Cortez, da hinten liegt die Fridolin.
ist eine schöne Marina. Oh, ein bisschen warm, weil der Wind sehr schwach ist. Vierter Mai. Wir haben immer noch Krankheitsfälle an Bord. Annette und Glenn sind schon seit Tagen ziemlich schwach. Und die Fridolin hat sich jetzt dazu entschlossen, schon mal weiter die Küste Mexikos hochzufahren. Wir werden uns dann sicherlich in ein paar Tagen wieder treffen. Bis dann! Machen wir! Ja! So, wir suchen gerade nach einem Corona-Test, aber dies gestaltet sich nämlich ein wenig schwerer als erwartet, denn eigentlich hieß es, wir kriegen das in jeder Apotheke, aber irgendwie ist dem Ganzen nicht so und jetzt müssen wir ein Labor finden. Wir haben ja jetzt auch was aufgeschrieben bekommen, eine Adresse, aber ob das was wird, wir werden sehen. Wir haben es geschafft, wir wurden getestet. Wurde ordentlich in der Nase rumgebohrt, die juckt immer noch und läuft. Ich habe auch ein bisschen geweint, aber wir wurden getestet. Und das Ergebnis steht jetzt noch aus, in einer halben Stunde wissen wir mehr. Geht das jetzt hier schon, dass die beiden eine totale Schwäche verspüren? Sie waren schon beim Arzt, haben einen Antigentest gemacht, der war aber negativ, also sie haben kein Corona gehabt. Und dann waren sie beim Arzt, der hat ihnen haufenweise Pillen verschrieben, aber alle, die die Annette auch schon hatte. Und jetzt schleppen die beiden sich hier einfach mal so rum. Der Glenn hat dazu immer noch mal Fieber. Heute hat er nur erhöhte Temperatur, wie er sagt. 37,8. Und wir hoffen mal, dass das morgen alles wieder besser wird. Wir haben heute unser Paket bekommen mit den Volvo Penta Ersatzteilen. Aber der Motor läuft ja auch so schon, also die werden wir uns aufheben, weil in naher Zukunft wird sicherlich der Krümmer komplett durchgerostet sein. Jetzt warten wir, dass die beiden hier fit werden und dann verlassen wir die Marina Chiapas und segeln weiter Richtung Norden, die Küste Mexikos entlang. Wir wollen uns heute impfen lassen. Angeblich geht das hier, und es ist auch wieder erwartend, keine große Schlange davor. Jetzt werden wir mal schauen, wie das so abläuft hier in Mexiko. Und so sieht hier das Impfzentrum aus. Ist noch nicht mal eine Riesenschlange da. Ist ja perfekt. Die Annette darf ihren Namen selber eintragen, weil der ja so lang ist, obwohl das hier in Mexiko eigentlich auch üblich ist. Jetzt geht's los. Annette, hierher gucken. Ich will die Schmerzen sehen. Perfekt. So, zeig mal, was hast du gekriegt da? Meinen Namen haben sie nicht ganz richtig geschrieben, aber das ist ja normal. Also das ist jetzt unser Zertifikat. Am 7.5. 11:43 Uhr wurden wir geimpft. Aber es steht nicht drauf, mit was. Doch, steht auch drauf. Und wie fühlst du dich? Oh, ist noch alles in Ordnung. War ja gerade erst, ne? Aber ja, wir sind anscheinend Mexikaner. Wir sind Mexikaner. Ja, Nationalität. Es wird jetzt hier also alles fünffach abgeschrieben. Es gibt keinen Durchschlag. Es gibt gar nichts. Dann wird das ausgeschnitten. Und dann haben wir hoffentlich einen Nachweis. Hallo? Bist du jetzt geimpft? Ich bin jetzt geimpft, ja, tatsächlich. Der Michael ist jetzt auch geimpft. Jetzt können wir uns wieder frei in der Welt bewegen. Ja, jetzt müssen wir nur zusehen, wo wir dann die zweite Impfung herbekommen am 28. Mai. Man wird sehen. Hoffentlich bleiben wir gesund. Yep. Und jetzt kaufen wir gleich Briefmarken, damit wir die nach Deutschland schicken können. Das ist hier alles irgendwie
nicht so einfach und total unorganisiert. Damit unsere Patreons eine Postkarte von uns kriegen. So macht man das hier mit den Gurten. Damit die am Hals nicht so einschneiden, wird da oben was dran geklebt und dann legt man den unten auch nur übers Bein und rastet ihn nicht ein. Wir kommen gerade vom Tanken und jetzt sind Übungen zum Anlegen angesagt. Jetzt kommt rückwärts einparken in die Parkbucht. Schlecht aus, aber jetzt mit Kuschieren. Oh, super! Passt gut aus. Jo. Sieht gut aus. Ein paar Schweißperlen hat er auf der Stirn, aber das läuft super. Das liegt vielleicht auch an der Temperatur. Oh, er fährt auch gar nicht erst raus, sondern versucht hier drinnen im Hafen zu wenden. Super. Guten Morgen. Nachdem wir gestern unsere erste Impfung erhalten haben, muss ich sagen, war die Nacht so ja lala. Also ich hatte doch schon stärkere Schmerzen an der Einstichstelle und war auch gestern also total müde, hab aber die Nacht richtig beschissen geschlafen. Es war wieder sehr warm, weil es hat geregnet, wir mussten die Luken zulassen und trotz Ventilator habe ich mein Bett wieder durchgeschwitzt. Aber wir hoffen, dass es jetzt hier heute bergauf geht. Wir werden heute unsere Rechnung hier in der Marina bezahlen. Auschecken und dann morgen früh aufbrechen Richtung Norden. Die Annette, die bereitet hier heute unsere Frühstückspapaya zu. Guck mal, die kann. Und wie sieht es aus mit deinen körperlichen Gebrechen? Ja. Der Arm halt. Der tut schon weh. Der Arm tut weh. Okay. Aber sonst ist alles soweit gut. Ja. Der Glenn, der ist hier fleißig, er macht Geschichte, hat er gesagt. Und wie bist du klargekommen mit der Impfung deiner Eltern? Also es hätte schlimmer sein können, sage ich mal so. Also haben nicht so viel gejammert? Nee, ich habe auch keine Tränen gesehen. Oh. Und kein schmerzverzerrtes Gesicht. Also so weit, so gut. Okay, dann sind alle zufrieden. Il a droit à côté, m'a fait autant, je m'en la vois, m'en les fait autant.